Los geht's. Haben wir Bier, Sekt, Wein? Wir können auch Wodka nehmen oder Whisky. So, die langweiligste Serie der Welt ist online. KBV könnt ihr jetzt auf TV Now streamen. Und ich habe, wen habe ich hier sitzen? Stell dich selbst vor. Hallo, mein Name ist Serkan Kaya und ich spiele Samuel im KBV. Keine besonderen Vorkommnisse. Okay, und ihr improvisiert da viel. Warum ist das die langweiligste Serie der Welt? Es ist so, dass der Samuel und Gillis, das ist mein Partner, der von Jürgen Vogel gespielt wird. Ja. Wir sitzen in einem Auto und observieren ein Lagerhaus und warten darauf, dass eine Lieferung ankommt. Im Lagerhaus sitzen zwei Kriminelle, die warten darauf, dass... Wir warten. Wer soll sich das anschauen? Wer hat da Bock drauf? Man kriegt in Deutschland jeden dazu, das zu gucken, wenn man sagt, es ist eine Challenge. Genau. Ja. Und was machen wir heute hier? Wir machen heute ein Impro-Battle. Ja gut, dass du das sagst. Meine Frau würde jetzt nämlich denken, was ist hier los? Okay, Impro. Ja. Wir sind zu Impro hier. Impro-Battle, genau. Wir werden jetzt gemeinsam ein Spiel spielen. Bedeutet, du bekommst eine Karte, ich bekomme eine Karte, eine Rolle wird zugewiesen und wir müssen dann improvisieren. Und wer zuerst lacht, hat verloren. Also du musst versuchen, mich zum Lachen zu bringen und ich muss versuchen, dich zum Lachen zu bringen. Und dann schauen wir mal, wo der Hase langläuft. Okay. Weißt du, ich freue mich riesig, dass wir zusammen hier sitzen, weil... Nee, wir sitzen hier zusammen. Andersrum. Dass wir... Was habe ich gesagt? Dass wir hier zusammen sitzen. Genau, aber du musst dass sagen, wir zusammen hier sitzen. Ja. Dass wir zusammen hier sitzen. Mhm. Weil wir können ja auch nicht zusammen hier sitzen. Und aber wir tun es und das finde ich ganz großartig. Und ich finde, zur Feier des Tages sollten wir... Okay, ich mache mal Punkt und Komma, damit ja, wir... Okay, also ich finde es ganz toll, dass wir jetzt zusammen sitzen, wir zusammen hier sitzen. Mhm. Und ich finde, wir sollten das unbedingt mit einem alkoholischen Getränk mal... Das ist ein alkoholisches, nicht alkoholisches. Alkoholisches Alkohol, Getränk. Genau. Mal anstoßen. Was hältst du davon? Yay! Finde ich auch gut. Los geht's. Haben wir Bier, Sekt, Wein? Wir können auch Wodka nehmen. Oder Whisky? Whisky. Das heißt Whisky. 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 Let's Whisky. Nein. Bist du auch bereit? Hast du Lust? Let's Whisky. Let's do a cocktail. Are you ready for a cocktail? You want a cocktail like... Das, was du da machst, das ist kein richtiges, du musst mal gucken, dass du richtige Pausen setzt, dass du richtig sprichst. Dieses Englisch ist ein Denglisch, das funktioniert so nicht. Es tut mir sehr leid. Mhm. Ich merke, dass du sehr sauer auf mich bist. Aus diesem Grunde würde ich uns beiden anbieten, dass wir darauf einen trinken. Lass uns doch einen kurzen nehmen. Hast du Lust auf einen kurzen? Oh, Ivana, du warst eine Person, die sehr, sehr, wie sagt man, anal, sagt man im Englischen. Pedantisch der deutschen Sprache. Du suchst jemanden, der mit dir gemeinsam einen trinkt und findest ganz lange ja, keinen. Ich bin seit 10 Jahren trocken, aber suche bei jeder Gelegenheit nach Gründen, um mit dem anderen endlich wieder Alkohol zu trinken. Ja, gut, okay. Macht Sinn, das ich finde, diese Aussage ist lustiger, als was ich gerade gemacht habe. Okay. Was hast du gestern gemacht? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich mit den theatergeschichtlichen Themen beschäftigt, weil ich spiele auch sehr viel Theater. Ich war auch mal im Theater und als ich im Theater war, ist einmal was von der Bühne runtergefallen und da habe ich meinen Vater gerettet. Der wäre fast verstorben in der Situation. Das ist Wahnsinn. Und dieses traumatische Erlebnis hast du dann verwerten können in dein Spiel als Schauspieler? Als ich versucht habe, das zu verwerten, kam meine beste Freundin um die Ecke und als sie um die Ecke kam, ja, also ich habe mich mit den verschiedensten Schauspieltechniken beschäftigt und ich habe herausgefunden, dass Method Acting doch für mich das Richtige ist. Und ich habe auch das Gefühl, dass Method Acting mich an den Kern des Problems bringt und mir ist gerade kalt. Ja. Merkst du, wie ich das gerade spüre? Ich kam das richtig in mein Spiel hinein. Mein Zweitname ist ja Mesut. Mhm. Und ich habe mal Mesut das Mesut Leben gerettet, Hector. Als er durch den Wald ich bin gelaufen ein Mesut Hector. Ist. Ja, Mesut. Auch Mesut Hector habe ich schon mal. Method Acting, ich Mesut auch schon Hector. Leben gerettet, ja. Ganz genau. Und das mache so, es gibt so Situationen. Ja. Mesut Hector. Ja, Mesut Hector habe ich auf jeden Fall mal im Wald getroffen. Der wurde angegriffen von einem Riesenkaninchen. Und da habe ich mir gedacht, alter Schwede, dem rettet das jetzt das Leben. Denn ich habe dieses Kaninchen total gern gehabt. Ich habe es jeden Tag im Wald getroffen. Und dann kam Mesut Hector davon. Du hast Mesut Hector das Leben gerettet.
Unglaublich, wem du alles das Leben gerettet hast. Wahnsinn. Ja. Schön, dass wir uns hier sehen. Das freut mich auch. Gut, dass du ich muss unbedingt mal mein Herz ausschütten. Ist das okay Herz? Für dich? Okay, das verstehe. Herz. Mein Herz, ja. Meine beste Freundin, die hat ein Kind mit ihrem Mann. Das ist eigentlich sehr dramatisch. Kind mit ihrem... Oh, okay, ja. Und der Mann hat sich jetzt nach 10 Jahren von ihr getrennt. Getrennt? Und das ist einfach... Ah, nee! Heftig. Bitte, kannst du das letzte noch mal wiederholen? Mann, die ist einfach fertig mit den Nerven, verstehst du? Fertig. Die kann nicht mehr. Wuff! Verstehe. Wuff. Und das bedeutet, dass sie dementsprechend ein großes Drogenproblem hat. Ist sie diejenige, die den Stoff besorgt? Nee, sie hat, also kann sein, dass er sich wegen den Drogen getrennt hat. Sie ist schon ziemlich drauf manchmal. Aber mein Gott, sie liebt ihr Kind ja trotzdem, verstehst du? Oder ist sie die Nutte? Sie hat nichts Ist sie die Nutte? Nein, sie hat nichts mit Drogen. Wer ist da jetzt gerade konkret im Pornoring? Töre? Hast du gerade Töre gesagt? Du musst aus diesem Prostituiertenjob raus. Ich helfe dir dabei. Ich merke, das tut dir nicht gut. Wer bist du? Du hast auf jeden Fall ein bisschen Zuhälter und versuchst alle auf Drogen und Nein, genau das Gegenteil. Hey, das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, das hat Vielen gemacht. Dank. Voll. Großartig. Wir hoffen, euch hat es auch gefallen. Also, wenn man das so spontan liest, ist das alles gar nicht mal so einfach, aber wir haben gut gelacht, oder? Es hat sehr gut getan. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Gleichfalls. Alles Gute, Leute. Wenn ihr noch mehr sehen wollt von der Improvisation oder von Serkan oder Serkan in Improvisation, dann schaltet gerne ein auf TV Now, KBV. Es wird tierisch langweilig und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Schlaft nicht ein.